Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Enshrouded. Wir kümmern uns in den nächsten Folgen weiter um unser stetig wachsendes kleines Dorf. Bisher Bauernhof, Schmiede, unser großes Haupthaus, da hinten noch ein kleiner Turm und natürlich hier noch die Köhlerei und hier unseren Turm, den wir in der letzten Folge gebaut haben. Dieser Turm soll ja zu einem Jagdschloss führen. Unter anderem durch einen Geheimtunnel, aber auch hier hinten rum. Ich habe schon überlegt, ob man eventuell hier noch so eine Brücke rüberbauen möchte und hier nochmal so ein kleines Plateau irgendwie hinbauen möchte, was auch jetzt so Jagdschloss-technisch, Wachturm-technisch dazugehört. Bin ich mir aber noch unsicher. Aber eine Sache steht fest. Das hier wird quasi der Haupteingang oder der Hauptweg zum Jagdschloss. Dann geht es ungefähr hier so hoch, hier rein in einen Tunnel, der dann irgendwo hier an der Seite rauskommt. Oh Gott. Ja, so kann ich euch das natürlich nicht zeigen. So, also nochmal da unten. Oh Gott. Tunnel hier durch, kommt hier an der Seite raus, geht dann den Berg hier hoch, sodass wir irgendwo hier so rauskommen. Dann haben wir hier einen kleinen Vorplatz und hier drüben machen wir das den Hauptbereich hin und ich glaube da oben auf den Felsen setzen wir auch nochmal einen Turm drauf. Und dann ist eigentlich der Plan, hier noch so ein, auch so einen Weg am Felsen lang zu bauen, da hinten auf das Plateau. Dort einen Geheimgang runterzubauen, in diesem Bereich, und in dem Bereich soll eine Art Krankenhaus entstehen. So eine Art Hospital quasi. Und alles miteinander verbunden. Über Geheimgänge natürlich. Das wird aber ein bisschen mehr Arbeit, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Das werden wir nicht in einer Folge hinbekommen. Ich würde jetzt gerne erstmal... Warte, erstmal holen wir uns... unsere Sachen hier wieder. Ich bin nämlich gerade aus Versehen gestorben bei dem Versuch, dort hochzufliegen. Bin ich leider etwas abgestürzt. Ich glaube, ich werde in dieser Folge erstmal den Weg und den Tunnel bauen. Vielleicht da oben noch das Plateau. Müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen, zeittechnisch. Des Weiteren würde ich gerne auch nochmal unser Lager ein bisschen überarbeiten, denn das nervt mich mittlerweile ein bisschen, weil es alles so unsortiert ist und so kleine Kisten. Ich habe hier schon mal so ein paar kleine Löcher reingemacht. Das werden wir jetzt hier so durchziehen und werden die Kistenanzahl A verdoppeln, B nach Möglichkeit mit größeren Kisten ausfüllen und das dann so ein bisschen mehr integrieren in die Wände. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also hier, Hauptlager bleibt auf jeden Fall hier. Weil hier unterirdisch wollen wir ja auch so eine Art, naja, groß angelegte Produktionskette aufbauen, dann ganz später, wo wir zentral alle möglichen Sachen craften können. Genau, dementsprechend müssten wir jetzt eigentlich mal schauen, können wir denn... was ist denn hier eigentlich schon wieder los? Brunnenblöcke, das ist gut. Die fehlen uns noch, die, die Blöcke. Die große Beute. Du bist ein guter Schütze. Bla bla bla. Okay. Und eine Quest. Was hast du noch für uns? Liegen wie die Vögel. Oh, noch neun. Noch neun Umhang. Lass mal kurz reingucken in die Quests. Das ist eine alte Quest. Oh ja. Noch einen besseren Gleiter, einen legendären, sehr schön. Und die Brunnenblöcke können wir, glaube ich, auch später noch gut gebrauchen. Okay, 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 okay. Da kümmern wir uns aber zu einem anderen Zeitpunkt drum. Ah, riesige Truhen. Ich würde eigentlich gerne riesige Truhen machen, aber wir haben auch gar kein Öl, ne? Große Truhen wären ja eventuell schon mal eine Möglichkeit. Aber auch nicht wirklich. Wir haben kaum Bronzebarren.
Wir brauchen definitiv mehr Bronzebarren. Tja. Trüböl. Wie können wir denn Trüböl überhaupt machen? Müssen wir das hier machen? Wahrscheinlich, ne? Nee, da tatsächlich nicht. Oder fehlt uns dazu noch diese Werkstatt von dem guten... Von dem guten jungen Pulverfass. Nice. Glaube, wir müssen... Labor, stimmt das Labor? Dafür brauchen wir wissenschaftliche Instrumente, die müssen wir noch abholen. Ich denke mal, mit dem Labor können wir diese Art von Sachen herstellen. Na gut. Nichtsdestotrotz können wir das aber schon mal umbauen. Das geht ja auf jeden Fall. Wir haben auch so viel Schrott hier noch am Start. Dann lass mich mal kurz überlegen. Riesige Truhe, ja. Riesige Truhe. Du musst mal hier hin, du musst mal da hin. Also, ich würde die gerne so ein bisschen auch rausgucken lassen. Das wäre eigentlich schon ganz nice. Lass uns erstmal hier die ganzen Löcher. Oh, das war falsch. Die ganzen Löcher präparieren. Eins, zwei, drei, vier. Geht sich das aus? Ah, ich glaube an der Ecke. Wir haben ja jetzt doppelt so viel Platz, ne? Ich glaube, die Ecke lassen wir ein bisschen frei. Vielleicht wollen wir hier noch irgendwas hinbauen. So, wir könnten ja jetzt erstmal hier oben machen wir die Kiste hin. Nicht genug freier Platz. Ach du Scheiße, warum das denn nicht? Warum nicht? Moment. Aha. Ich glaube, wir müssen mal mit Trick 87 arbeiten. Da sieht das scheiße aus, wenn die so in der Luft hängen. Ist gerade noch ein bisschen unklar, wie wir das optisch machen wollen. Eine Art Borte. Huch. Vielleicht. So, lass uns erstmal das ganze Gelumpe. Ne, das nicht. Das ganze Gelumpe hier wieder reinballern. Eigentlich, das bräuchte man hier das ganze Fleisch auch nicht, aber gut. Egal. Eigentlich, das brauchen wir hier auf gar keinen Fall. Das können wir mal hochbringen. Auch diese ganzen Sachen eigentlich. Ja, egal, so ein bisschen, ne? Ein bisschen können wir mal hier was reinschmeißen. Also, ist aber eigentlich, können wir die alle in die Dings sortieren. Ja, ich würde allerdings gerne mal diese Kiste hier droppen. Für meine ganzen Sachen zum Aussortieren eventuell. So. Der Kiste haben wir jetzt ja noch gar nichts, ne? Das bedeutet, ich muss erstmal den Rest wegsortieren, sonst komme ich hier, sonst ist es zu schwierig mit dem Hin und Her machen. Ich werde einen kleinen Cut setzen. So, wir haben jetzt das Lager fertig umgebaut. Wir haben hier die ganzen Kisten schön eingefasst in die Wand.
Weiß noch nicht, ob ich das oben mit dem Stein noch verändern will. Wäre eigentlich, glaube ich, tatsächlich sogar ein bisschen besser, ne? Wenn wir das so wie unten machen würden, dass wir eine Reihe Stein und die andere Knochen hätten, oder? Sieht, glaube ich, cooler aus. Das wir mal kurz ummodeln. So, ne, jetzt haben wir es ja genau falsch schon gemacht, ne? Ach Gott, ich bin ein Trottel. No! Ich glaube, das sieht so besser aus. Hier haben wir es eh ein bisschen anders. Hier ist alles Knochen bis auf unten. Das passt auch. Dafür haben wir die Seiten so ein bisschen aus Stein. Ja, und jetzt haben wir mal schön viel Lagerplatz. Zumindest viel, viel mehr als vorher. Das sollte zumindest erstmal ausreichen. Dann habe ich auch noch ein paar Kisten. Da ist so gut wie gar nichts drin. Da habe ich ein bisschen Essen eingeworfen. Ja, passt. Kleine Werkbank. Hier haben wir jetzt unsere Blöcke. Und hier oben wird es langsam, aber sicher immer leerer. Und wenn es erstmal komplett leer ist, dann werden wir hier schön umbauen. Na gut, wie dem auch sei. Oh, warte mal, wir brauchen natürlich direkt erstmal Blöcke, ne? Kurze Überlegung. Was für Steinblöcke verwenden wir denn für die Burg? Oder für das Schloss? Normale? Veredelte? Nee, veredelte nicht. Wir müssen natürlich auch ein bisschen auf die Kosten achten. Lass mal ganz kurz schauen. Ah, so ein veredelter. Feuerstein, Kalkstein. Normaler Steinblock wird natürlich auch gehen, ne? Grob geschnittener. Ich mag den ja eigentlich für so ein kleines Schloss. Und eigentlich würde ich gerne Miasma-Holz wieder nehmen. Nur aber ordentlich farmen. Wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel. Eine Kombi aus... Ah, das wird natürlich auch was hermachen. Wir können ja mal ein bisschen variieren, ein bisschen schauen. Wir nehmen einfach mal... Huch. Das wollte ich tatsächlich nicht. Wir nehmen einfach mal alles mit. Und schauen dann einfach mal vor Ort. Perfekt. Let's go. Okay, also... lass mich kurz nachdenken. Ja. Wir brauchen mal ein Fundament. Okay. Das ist das Holz dazu. Und das ist die Wand. Oha. Das macht so ein Ding. Dicker Steinblock ist schon mal relativ interessant. Stadtmauer. Stadtmauerblock.
Okay. Kalksteinblock. Nee, fühle ich gar nicht. Das Jagdschloss. Wüstenstadtmauer. Nee, fühle ich auch nicht. Normaler Steinblock. Fühle ich schon eher. Faded Holzblock. Hochglanzsteinblock. Ich glaube, der ist. Hat natürlich auch was. Für das Stein. Kram. Ist mir ein bisschen zu hell tatsächlich. Aber vielleicht so eine Mischung. Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal den grob geschnittenen für den Anfangsbereich. So, ich würde gerne hier irgendwo so halb hoch gehen. Hier so. Und dann gehen wir direkt weiter. Machen das aber gleich weg. Denn, ups, wir gehen dann direkt hier weiter hoch. Dann lassen wir die Dings bitte rausnehmen. Genau, dann haben wir hier so einen Bereich. Lass das mal hier rannehmen. Und das machen wir hier hin. Und dann machen wir das mal wieder weg. Und nähern uns mal hier ein bisschen an. Sehr schön. So ungefähr kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. So, wir haben hier schon mal ein wenig ausgebaut. Treppe steht schon mal so ein bisschen das Grundgerüst. Hier kommen wir auch schon so ganz leicht hoch. Kleiner Gang, nächste Treppe und dann, das hier ist noch ein bisschen abenteuerlich. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie noch ein bisschen optisch anpassen, aber es funktioniert soweit schon mal. Kommen wir dann hier hoch und hier oben auf das Plateau. Und da hinten soll ja dann das richtige Schloss sein. Hier ist nur so eine Art, naja, weiß ich auch noch nicht, so ein großer, offener Bereich, denke ich mal, kommt hier hin. Vielleicht kommt hier irgendwie so eine kleine Hütte hin. Und hier haben wir auch schon den Tunnel, der dann per Geheimgang hier reinführt. Müssen wir nur noch verbinden mit einer Leiter und einem, ja, mal gucken, ob wir hier Treppen hinmachen. Geil wäre, wenn es so einen geheimen Felseneingang geben würde. Den könnten sie noch mal irgendwann reinbringen. Oder so ein Wasserfall, wo man durchgehen kann. Auch das wäre geil, wenn die Wasser implementieren würden. Und wir hier so einen Wasserfall machen könnten. Und dann gehen wir einfach durch den Wasserfall und sind im Geheimgang. Das würde ich schon ziemlich feiern. Wenn wir da rausnehmen. Ja, soweit erstmal zum groben Update. Also, langsam, aber sicher wird es.
Eigentlich finde ich die ganz nice hier, diese wilden Treppen, aber wir müssen hier noch ein bisschen überarbeiten. Aber so an sich finde ich die gar nicht so schlecht. Na, das war zum Beispiel blöd. Weiß aber noch nicht genau wie. Na, wir schauen mal. Wie wir das hier. Huppala. Wie wir das alles so gut hinbekommen. So, wir haben das Gebiet jetzt nochmal ein bisschen erweitert und die Treppe angepasst. Das ist jetzt gleich geblieben, aber hier ist so ein kleiner Durchgang und dann haben wir hier so eine, ja, wie soll ich das nennen, trichterförmige Treppe, keine Ahnung. Und die geht hier hoch. Hier haben wir unseren Aufgang, den Bereich. Und hier haben wir einen weiteren Aufgang zu dem Bereich, wo dann das Schloss hinkommt. Das wird hier so in den Felsen gebaut. Hier ist hier kommt so eine Art Garten hin. Und dann geht hier nochmal eine Treppe hoch zu dem Turm. Das ist zumindest aktuell meine Vorstellung von dem Ganzen. Dann guckt ihr hier quasi das Gebäude so aus dem Fels raus. Das fand ich, glaube ich, ganz cool. Ja, und dann schauen wir mal, wie das so wird. Wir arbeiten auf jeden Fall fleißig weiter.